Ich heiße Aida. Ich bin die Tochter von König Amonasro. Das Schwarze Land war einst ein schöner und friedlicher Ort. Ja, wie hell das ist. Es herrschte Überfluss an allem. Und die Menschen kannten keine Sorgen. Hallo. Oh, Sie. Hallo. Sie bestellten die fruchtbaren Äcker, auf denen alles in kürzester Zeit heranwuchs. Bis eines Tages... Da habe ich endlich die Sonne des Schwarzen Landes gefunden. Schön vorsichtig. Nun gehört diese Sonne mir. Hä? Nein! Ja. Ein Dieb! Er hat unsere Sonne! Endlich konnte ich die Sonne stehlen. Der König wird hoch erfreut sein. Wetter! Ein Dieb! Haltet ihn auf! Ach, was soll ich nur tun? Vater! Die Sonne unseres Schwarzen Landes wurde gestohlen. So verloren wir unsere Sonne. Das Schwarze Land versank in Elend und Finsternis. Wie sollen wir denn jetzt unsere Sonne nur zurückholen? Wir lassen uns das nicht gefallen. Das bedeutet Krieg! Euer Majestät, das Land der Sonne ist mächtiger als wir. Wir haben nicht genug Soldaten für einen Krieg. Wir sind auf einen Krieg noch nicht ausreichend vorbereitet. Können wir denn nichts tun, um die Sonne zurückzuholen? Bitte vergebt uns! Vater, ich werde die Sonne zurückholen. Du? Ja, Vater. Ich werde sie aus dem Land der Sonne zurückholen. Aida, das ist zu gefährlich. Aber ohne die Sonne werden wir alle verhungern und erfrieren. Bitte, Vater, lasst mich gehen. Sei vorsichtig. Die Götter werden mit dir sein. Sei vorsichtig, Aida, meine Bitte, Tochter. Und bring alles zurück. Ich werde unsere Sonne zurückbringen, koste es, was es wolle. So machte ich mich auf den Weg, um nach unserer verlorenen Sonne zu suchen. Was für ein heftiger Wind. Ich komme kaum vorwärts. Ich muss das Land der Sonne erreichen. Um jeden Preis. Ich muss weitergehen. Oh. Ich muss wieder aufstehen. Ich muss die Sonne finden. Oh, aber jetzt werde ich erstmal hier ausruhen. Was ist das? Eine Gruppe. Du kannst nicht davonlaufen. Nein! Du entkommst mir nicht. Oh, Kobra, warum versperrst du mir den Weg? Weil ich Hunger habe, kleines Mädchen aus dem Schwarzen Land.
Ich bin auf der Suche nach der Sonne des Schwarzen Landes. Gib den Weg frei. Niemals. Seit die Sonne verschwunden ist, leide ich Hunger. Ich werde dich jetzt verschlingen. Wir alle leiden seit dem Hunger. Lass mich gehen, damit ich die Sonne zurückbringen kann. Still! Was ist denn das? Hilfe! Hilfe! Die dumme Kobra. Ich muss weiter. Ich muss mich beeilen. Vielleicht ist das unsere Sonne. Oh nein, das ist sie nicht. Ich muss zum Palast des Landes der Sonne fliegen. Wo um alles in der Welt halten sie bloß unsere Sonne versteckt? Goldener Fisch, hast du vielleicht unsere Sonne gesehen? Duftender Baum, hast du unsere Sonne gesehen? Wo mag sie nur versteckt sein? Was ist das für ein Licht? Vielleicht ist das unsere Sonne. Warum ist mir an diesem wunderschönen Morgen so traurig zumute? Das ist ja ein seltsamer Vogel. Komm her, kleiner Vogel. Auch du wirst wohl nicht zu mir kommen. Ich kann alles haben, was ich mir wünsche. Bis auf das Herz des Mannes, den ich liebe. Radames? 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 Oh, Radames! Die Prinzessin dieses Landes muss wissen, wo sie unsere Sonne versteckt halten. Oh. Wo könnte sie nur sein? Hier vielleicht? Irgendwo hier muss sie sein. Nein, hier ist sie auch nicht. Dann vielleicht hier? Da ist die Prinzessin wieder. Was soll ich jetzt tun? Oh, Radames. Hast du mich nicht rufen hören? Wer ist denn da? Eure Hoheit, ich bin es. Eure neue Dienerin Aida. Meine neue Dienerin? Der hübsche Vogel ist wohl fortgeflogen. Ich hatte gehofft, er würde bei mir bleiben. Eure Hoheit, soll ich euer Haar kämmen? Vielleicht würde euch das ein wenig fröhlicher stimmen. Aida, wenigstens du scheinst mich zu verstehen. Ich beschloss, in die Dienste der Prinzessin zu treten, um unsere Sonne besser suchen zu können. Bringt mir Schmuck, den ich beim Fest der Sonne tragen kann. Eure Hoheit? Nein, das ist nicht gut genug. Eure Hoheit? Das gefällt mir nicht. Das ist wirklich wunderschön, Aida. Es ist genau richtig. Eure Hoheit? Gefällt mir nicht. Eure Hoheit? Gefällt mir auch nicht. Ja, dieses Kleid finde ich wunderbar. Wieder hast du das Richtige ausgewählt, Aida. Das Fest möge beginnen. Oh. Oh.
vorsichtig. Beeilt euch, wir brauchen mehr. Ich durchsuchte den Palast, vorsichtig, während die Wachen feierten. Aber ich konnte nichts finden. Ich verzweifelte immer mehr. Ob ich unsere Sonne wohl jemals finden werde? Beeilt euch! Hier entlang. Vorsicht, wir brauchen noch mehr Obst. Die Menschen hier haben mehr als genug zu essen und zu trinken. Aber mein Volk muss hungern. Verzeihung? Radames? Ja, Eure Hoheit. Wie friedlich es hier ist. Unzählige Menschen mussten im Krieg ihr Leben lassen, damit dieser Frieden möglich wurde. Was ist das? Was für ein seltsamer Vogel. Wer bist du? Und warum weinst du an so einem Tag des Glücks? Wer seid ihr? Ihr wisst mit der Flöte, wie mit dem Schwert umzugehen. Ich bin Krieger und Musiker. Flöte und Schwert sind meine Freunde. Warum nennt ihr diese Gegenstände eure Freunde? Beide brauche ich, um mein Land zu verteidigen, meine Feinde zu töten und vom Sieg zu singen. Ihr überfallt andere Länder und spottet über das Leid der Eroberten. Haltet ihr das für recht? Eure wohlklingenden Worte sind nichts als Lügen. Mein Name ist Radames. Ich entsinne mich nicht, dich hier schon einmal gesehen zu haben. Wie heißt du? Ich bin Aida, eine Dienerin der Prinzessin. Bitte verzeiht meine allzu offenen Worte. Nun gut, aber warum sitzt du hier allein und weinst? Mir hat etwas Kummer gemacht. Das ist alles. Sag, was dir Kummer macht. Was macht dir Kummer? Das bedeutet Krieg! Mir nach, mein Volk! Ich hatte mich wahnsinnig verliebt. Aber ich wusste nicht, dass mein Vater unterdessen in den Krieg gezogen war, um mich und die Sonne unseres Landes zu finden. Du die mir wie